Leute, aufwachen, die Winterpause ist vorbei und wir sind endlich zurück. Finde ich sehr gut, muss ich sagen. Wir auch. Wir waren für euch mit im Trainingslager in Belek. Wir haben mit Dirk Schuster, mit Thomas Heng, mit den Spielern gesprochen. Natürlich auch mit euch Fans und es gibt noch vieles mehr. Ja, ja, ja. Ja, ist ja okay. Wir fangen jetzt auch direkt an. Dein FCK. Folge 56. Grüßt euch Leute, schön, dass ihr auch 2023 wieder hier am Start seid. Ich will hier gar nicht so viel labern am Anfang. Wir haben noch ein bisschen was vor. Genau so ist es. Ihr denkt euch jetzt so, Belek, Sonnenschein, 18 Grad, fühlt sich eigentlich wie Urlaub an. Es gibt gutes Essen im Hotel, dreimal warm und gerne trinken wir zwischendurch mal ein Bier. Und ja, wir haben Spaß mit den Jungs. Für euch Fans eine ziemlich entspannte Kiste. Aber das ist hier kein Urlaub, das ist Trainingslager. Ja, ist ja okay. Die Mannschaft hat ordentlich geschwitzt und wirklich Vollgas gegeben. Heute hatten wir 7.30 Uhr vorm Frühstück gelaufen, ordentliches Tempo vom Trainer. Und das ist leider nicht ohne. Dann nach dem Frühstück 10.30 Uhr auf dem Platz. Mittagspause und dann nochmal auf dem Platz. Und dann bist du auf jeden Fall müde. Und dann wachst du am nächsten Tag auf und fühlst dich wie Andreas Lute immer. Ganz ehrlich, wenn ich morgens so aussehen würde, easy. Ja, aber dafür müsste ich wahrscheinlich bei diesen Übungen das ein oder andere Mal mitmachen. Den Jungs wird nicht langweilig, aber sie ziehen volles Rohr mit. Aber neben dem ganzen Training durfte auch mal gelacht werden. Danke, das war schon. Vor allem das Fantreffen war eins der absoluten Highlights. Einfach genial, diese Nähe auch mal zu den Spielern zu bekommen, die man normalerweise nicht so hat. Schönes, richtiges Freizeiterlebnis. An diesem Fan-Nachmittag, wie gesagt, haben wir schon die Gelegenheit genutzt, da uns nett auszutauschen. In unfassbar entspannter, freundlicher, angenehmer Atmosphäre. Das war sehr schön. Wie verrückt muss man eigentlich sein, wenn man seinem Verein ins Trainingslager in die Türkei nachfliegt? Ja, komplett verrückt eigentlich, weil ja, das macht nicht jeder und es macht halt einfach Bock. Gibst immer Gas, guckst du Jungs beim Training zu, einfach mega. Aber bei euch geht die Liebe nicht nur unter die Haut, sondern auch darauf. Also Kaiserslautern ist mein Leben. Was würdet ihr für den FCK tun? Ein Tattoo? Um die ganze Welt reisen für den Verein? Schreibt's mal unten in die Kommentare. Aber nicht nur ihr zeigt der Mannschaft gegenüber viel Liebe, sondern die Mannschaft gibt auch sehr viel zurück. 70 Jahre bin ich alt geworden und das im Trainingslager hier. Und dann wurde ich vom FCK überrascht und habe das Trikot bekommen. Den 70. Geburtstag im Trainingslager feiern, von der Mannschaft ein Trikot geschenkt bekommen. Richtig guter Start ins neue Jahr. Und ich würde sagen, Thomas Heng ist auch ziemlich gut ins neue Jahr gekommen. Sehr gut, sehr gut. Drei Leistungsträger haben beim FCK verlängert. Hier passt es einfach. Ich glaube, dass ich einfach jetzt meinen Platz gefunden habe. Ich fühle mich einfach wohl. Die Mannschaft passt, das Umfeld passt. Und ja, deswegen muss ich nicht lange überlegen. Das habe ich schon oft jetzt gesagt, dass ich mich sehr, sehr wohl fühle in der Pfalz, bei Kaiserslautern. Ja, wir stecken noch so viel Potenzial drin. Und gerade für Boris Tomiak hat Anni Lute noch ein paar nette Worte gefunden. Ich habe zwischenzeitlich so mitten im Spiel auch gedacht, mein Gott, der ist so gut, huh? Der könnte viel höher spielen. Es scheint einfach gerade zu stimmen beim FCK. Und es gab ja nicht nur die Verlängerungen. Ja, ja, ja. Der FCK hat einen neuen. Ich bin Nikolai Rapp. Die meisten nennen mich Rappo, das ist mein Spitzname. Bin 26 Jahre alt und bin jetzt froh, hier zu sein. Er scheint auch schon ganz gut angekommen zu sein. Die Mannschaft ist sehr nett, hat mich gut aufgenommen, haben viel Spaß und trainieren trotzdem hart. Wirklich ein feiner Fußballer, der dem FCK weiterhelfen kann. Das ist meine Lieblingsposition auf der 6. Bin gerne im Mittelfeld, da geht es ein bisschen mehr ab als hinten. Eine starke Mannschaft, die punktuell noch mal verstärkt worden ist. Schon eine ordentliche Truppe. Wie zufrieden seid ihr mit der Arbeit von Thomas Heng? Leistungsträger gehalten, Nikolai Rapp verpflichtet. Braucht der FCK überhaupt noch Wintertransfers? Schreibt's mal hier unten in die Kommentare. Tag 3 im Trainingslager für uns hier in Belek mit dem 1. FC Kaiserslautern. Heute haben wir noch ein kleines Schmankerl für euch. Testspiel gegen 1860 München.
kommt einfach mal mit. Let's go! Angekommen. Nee, nee, alles gut, ich hab alles. Geht schon. Danke. Wir haben es geschafft. Wir sind drin. Platz sieht aus wie ein Träumchen. Redondo macht das 1:0 für den FCK. Der Ausgleich fällt dann in der Nachspielzeit durch einen abgefälschten Freistoß. Das Ergebnis interessiert mich gar nicht groß. Es ging mir darum, dass wir noch eine sehr gute Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen kriegen. Klar ist bitter am Ende das Tor, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass unsere Leistung heute sehr gut war. Wir haben ein bisschen durchrotiert und man hat einfach gemerkt, dass wir auch so funktionieren. Ja, Leute, wir sind zurück am Hotel. Der FCK hat 1:1 gespielt im Testspiel gegen 1860 München. War ein gutes Spiel dafür, dass die Jungs so viel trainiert haben in den letzten Wochen. Wir sind raus für heute, zurück ins Studio. Das wollte ich immer schon mal sagen. Noch hat der FCK etwas Zeit bis zum Rückrundenstart. Und obwohl die Ausgangsposition wirklich sehr gut ist, stapeln der Trainer und die Mannschaft tief. Da haben wir ein hartes Stück Arbeit vor uns. Denn keiner wird uns mehr unterschätzen in der Liga. Und ich denke, auch viele Mannschaften werden sagen, mit denen haben wir noch eine Rechnung offen. Also im Rückspiel wollen wir das schon bereinigen. Der vierte Platz ist nicht so richtig aussagekräftig, finde ich. Der sieht schön aus, aber gibt dir irgendwie nichts. Du könntest auch 6., 7., 8., 9., 10. sein, so wäre dasselbe. Ja, und ich war so dreist und habe Andi Lute mal nach dem Aufstieg gefragt. Nach dem bösen Wort mit A. Das böse Wort mit A könnte auch Abstieg heißen. Well played. Bin ich bekannt für. Ja, 1:0 für dich, Andi. Die Mannschaft hat hart geackert, hat viel gelacht, die Stimmung ist top und der FCK scheint gut vorbereitet zu sein für den Rückrundenstart gegen Hannover am 28.01. Unsere Spezialfolge heute so? Einfach mega. Deswegen lasst uns doch mal ein Like da, abonniert unseren Kanal und schaltet vor allem am 30.01. wieder ein bei Dein FCK. Da gibt es dann alles zum Rückrundenstart. Boah, finde ich sehr gut, muss ich sagen. Bis dahin, Peace.